Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Webinar E-Invoicing in Deutschland. Ein aktueller Überblick, welches heute gemeinsam von den Unternehmen Deloitte und Pagero HBS veranstaltet wird. Bevor wir mit der Materie, in die Materie einsteigen, möchten wir uns zunächst gerne als Präsentatoren bei Ihnen vorstellen. Guten Tag. Fangen wir auf der linken Seite an. Mein Name ist Bernd Duscher. Ich bin seit 25 Jahren als Prozess- und IT-Berater bei Deloitte tätig, mit dem Schwerpunkt auf Vertriebs- und Einkaufsprozessen. Aber nun seit nunmehr 3 Jahren bin ich in der Umsatzsteuerabteilung intern tätig und meine Aufgabe und Verantwortung besteht nun vor allem darin, die Verbindung zwischen der klassischen Umsatzsteuerrechtsberatung mit dem Einsatz von Technologien zu verknüpfen und voranzutreiben. Ja, guten Morgen. Auch von meiner Seite wünsche ich Ihnen einen guten Start. Mein Name ist Jan Spiekermann. Ich bin als Manager in der Service Line Indirect Tax, Tax Management Consulting tätig. Mein Hintergrund ist steuerlich sowie technisch, indem ich Ingenieur und Steuerberater bin und somit beide Bereiche von Technologie und Steuern verstehen, anwenden und vor allem dann auch miteinander verbinden kann. Unsere Abteilung beschäftigt sich neben der klassischen Umsatzsteuerberatung auch mit sämtlichen IT-Prozessen rund um das Thema Steuern und vor allem um die Umsatzsteuer sowie ERP-Beratung sowie mit internen Kontrollsystemen bzw. Tax Compliance Management Systemen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Ivan Beckmar. Ich bin in der Pagero Group bei der Pagero HBS verantwortlich für die Geschäftsentwicklung in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Benelux. Und ja, freue mich heute zusammen mit den Kollegen das Webinar für Sie abzuhalten. Nachdem wir uns jetzt hier bei Ihnen vorgestellt haben, würden wir gerne erfahren, aus welchen Bereichen unsere Zuhörer stammen. Hierfür haben wir eine Umfrage unter www.menti.com vorbereitet. Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten, entweder mit Ihrem Smartphone auf der rechten Seite den QR-Code zu scannen und kommen automatisch zu der Frage oder über den Webbrowser über www.menti.com unter Eingabe des Codes oben rechts die Frage eben gerade eben so angezeigt zu bekommen. Die Frage lautet: In welcher Abteilung Ihres Unternehmens sind Sie selbst tätig? Selbstverständlich sind die Umfragen und Ihre Antworten anonym. Und wenn Sie parallel die Website im Browser in einem separaten Fenster geöffnet lassen, so werden weitere Fragen automatisch eingeblendet. Wir werden also im Rahmen dieser Präsentation des Webinars Ihnen noch weitere Fragen stellen. Diese Frage gilt jetzt hier auch so ein bisschen, um das Ganze zu üben. Gut, also wir sehen, ja, sehr viele aus dem Bereich Steuern. Ja, 40%, das ist schon eine entsprechende Zahl, 30% Finanzen, sonstige und aus der IT. Ja, vielen Dank hierfür. Kommen wir zur Agenda. Wunderbar. Ja, worüber sprechen wir heute? Einmal, ja, was ist eine E-Rechnung, was ist Invoicing? Dann gehen wir über die neuesten regulatorischen Entwicklungen und rechtlichen Rahmenbedingungen hin zu ja, Formaten, in den marktüblichen Formaten, X-Rechnung und Zugpferd, sowie was dort die Unterschiede sind. Dann für Sie als Unternehmen, was sind für wichtige Fristen und Termine zu beachten und geben auch ein Best Practice Beispiel aus der Branche und die natürlich daraus gewonnenen Erkenntnisse. Zum Ende haben wir 5 bis 10 Minuten für mögliche Fragen vorgesehen. Ja, parallel zur laufenden Präsentation haben Sie die Möglichkeit, auf der rechten Seite bereits Fragen über die Chat-Funktion einzustellen. Wir werden uns am Ende bemühen, zumindest einen Teil der Fragen zu beantworten. Ja, sicherlich werden wir zum Ende auch nicht dazu kommen, alle Fragen zu beantworten oder zu behandeln ausführlich. Wir werden Ihnen im Nachgang zu dem Webinar die Fragen thematisch sortieren und Ihnen gesammelt die Antworten zur Verfügung stellen. So, aus den Gesprächen im Markt, ja, wissen wir, dass für viele eine Rechnung im PDF-Format und deren Versand per E-Mail E-Rechnung und E-Invoicing bedeuten. Was ist also die richtige Definition von E-Rechnung?
Während die Mehrwertsteuerrichtlinie die Ausstellung von Rechnungen in einem beliebigen elektronischen Format für Mehrwertsteuerzwecke zulässt, also auch letztendlich die Übermittlung eines PDFs, werden in der Durchführungsverordnung nur Rechnungen als gültig berücksichtigt, die im strukturierten elektronischen Format ausgestellt wurden, also in dem Falle dann auch maschinenlesbar sind. Somit ist ein PDF gemäß dieser Definition aus der Durchführungsverordnung keine E-Rechnung, weil sie ist nicht in einem strukturierten Format und ist nicht automatisch maschinenlesbar, ohne dass letztendlich manuell eingegriffen werden muss. Diese Richtlinie verpflichtet alle EU-Staaten, die Akzeptanz elektronischer Rechnungen im Rahmen des öffentlichen Beschaffungswesens sicherzustellen. Wenn wir im Gegensatz zur E-Rechnung von E-Invoicing sprechen, so bedeutet dies im gesamten elektronischen Prozesskette und automatisierte Verarbeitung von E-Rechnungen, also sprich von dem Versand des Lieferanten der Rechnung, Erstellung der Rechnung, Versand der Rechnung bis zum Empfang und die automatisierte Verarbeitung in Ihrem Unternehmen. Das zusammengefasst würde ich nun gerne das Wort an den Kollegen Spiekermann übergeben. Vielen Dank, Ivan, für die Überleitung. Nachdem Herr Beckmann nunmehr den Unterschied zwischen E-Rechnung und dem Prozess des E-Invoicings erläutert hat, möchte ich gerne von Ihnen wissen, was Ihrer Ansicht nach die wichtigsten Herausforderungen hinsichtlich elektronischer Rechnungsstellung für Sie persönlich in Ihrem Unternehmen sind. Wie eingangs eben schon mal geübt, möchte ich Sie dazu nochmal bitten, den Code abzuscannen und wenn Sie die Webseite auf Ihrem Telefon oder auf Ihrem Rechner noch geöffnet haben, können Sie jetzt auch die nächste Frage in einigen Sekunden auf Ihrem Bildschirm sehen und dann entsprechend beantworten. So, jetzt sind wir zur nächsten Frage gesprungen. Jetzt dürfte die auch bei Ihnen auf Ihren Geräten zu sehen sein, wenn Sie die Seite noch mal aktualisieren. So, die ersten Antworten gehen ein. Ja, ganz klar der Trend zu mehr Effizienz und Herausforderungen bezüglich neuer Vorschriften. Zu neuen Vorschriften werden wir gleich natürlich etwas sagen. Mehr Effizienz bei internen Prozessen dazu auch. Das heißt, das passt hier ziemlich gut. Und dann gehen wir auch schon weiter auf die nächste Folie. Nachdem wir nun erfahren haben, was für Sie die größten Herausforderungen darstellt, möchte ich natürlich auf die regulatorischen Entwicklungen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu sprechen kommen. Das tue ich jetzt erstmal vor einem rein steuerlichen Hintergrund, da diese Anforderungen bei Nichteinhalten die größten Risiken unserer Sicht bergen. Herr Beckwar wird in seinem späteren Beitrag ebenfalls noch etwas zu den nichtsteuerlich und rechtlichen Rahmenbedingungen sagen und weiter darauf eingehen. Die vollständige Umsetzung eines E-Invoicing-Prozesses ist bei konsequenter Einführung vor allem eins für Sie, ein Prozessbeschleuniger. Doch welche Vorgaben müssen Sie hierbei beachten, dass die Finanzverwaltung mitspielt und die von den Steuerbehörden geforderte Tax Compliance sichergestellt ist? Zunächst einmal möchte ich jedoch darauf eingehen, was Sie von der Finanzverwaltung veröffentlichten GOBD sind und wie Sie und Ihr Unternehmen damit umgehen müssen. Sie alle haben bestimmt schon einmal das Stichwort GOBD gehört und heute möchte ich jedoch speziell auf den Zusammenhang zum E-Invoicing eingehen und Ihnen erläutern, warum es wichtig ist, diese jetzt und vor allem in Zukunft zu beachten. Zunächst möchte ich Ihnen die Definition der GOBD näher erläutern. Die GOBD sind die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen, Unterlagen und Achtung, jetzt wird es wichtig, in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff.
Hierbei ist selbstverständlich wichtig, dass es sich um Unterlagen und Aufzeichnungen in elektronischer Form handelt. Dies führt uns sofort dahin, dass die E-Invoicing-Prozesse absolut unter die Regelung bzw. den Regelungsbereich der GOBD und der Abgabenordnung fallen. Um die Rechtssicherheit von E-Rechnungen für die anwendenden Personen und Unternehmen zu gewährleisten, wurde die GOBD als wichtiger Bestandteil beim elektronischen Rechnungsaustausch zwischen Unternehmen bzw. staatlichen Stellen eingeführt. Hier werden die maßgeblichen Anforderungen der Finanzverwaltung an eine IT-gestützte Buchführung vorgegeben. Eine Rechnung ist in Deutschland in allen Belangen gesetzeskonform, wenn sie den GOBD entspricht und die vor- und nachgelagerten Prozesse diese steuerrechtlichen und von der Verwaltung erlassenen Anforderungen ebenfalls einhalten. Wir reden hier aber nicht nur von Rechnungen, sondern von dem gesamten Prozess des E-Invoicings, denn die GOBD gibt uns auch vor, wie die Aufbewahrung von Unterlagen zu erfolgen hat, die unter diesen Regelungsbereich fallen. Darunter fallen selbstverständlich auch alle vor- und nachgelagerten Prozessschritte des gesamten E-Invoicing-Prozesses. Zur Sicherstellung von Vollständigkeit, Integrität und Authentizität von Rechnungen können Sie ein innerbetriebliches Kontrollsystem bzw. ein Verfahren mit einem entsprechenden verlässlichen Prüfpfad implementieren. Dies kann von manuellen Prüfpfaden, wie es früher einmal gang und gäbe war, bis zu vollautomatisierten Lösungen reichen, wo es nach dem No-Touch-Prinzip funktioniert. Das No-Touch-Prinzip heißt in diesem Fall, dass Ausgangs- sowie wenn der Prozess in Ihrem Unternehmen sehr fortgeschritten ist, auch Eingangsrechnungen ohne manuellen Aufwand sämtliche Prozessschritte durchlaufen, sogar bis zur vollständigen Erfassung und Verbuchung im Rechnungswesen. Diese vollständige Umsetzung des Prozesses erfordert initialen Einführungsaufwand in Ihrem Unternehmen. Das ist wohl allen deutlich. Unserer Erfahrung aus der Praxis nach wird sich dieser aber schnell auszahlen, sodass sich nach kurzer Zeit die positiven Aspekte der Einführung auf jeden Fall zeigen werden. Ich möchte noch etwas tiefer in die GOBD einsteigen, weil sie doch unsere zentrale steuerliche Vorgabe und einen Richtungsweiser darstellt, wenn wir über elektronische Unterlagen im steuerlichen Sinne reden. Außerdem möchte ich Ihnen ein paar interessante Einblicke in unsere Erfahrungen geben, die wir mit Mandanten und vor allem mit Betriebsprüfern gesammelt haben. Nicht alle Punkte, die Sie jetzt hier sehen, möchte ich besprechen und werde auf jeden Fall die drei wichtigsten herauspicken und etwas näher beleuchten. Zuerst kommen wir mal zur Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit. Bei der Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit müssen Sie zum Beispiel sicherstellen, dass sämtliche Buchungen und sonst erforderliche Aufzeichnungen durch Belege nachgewiesen werden müssen. Das heißt also, die Finanzverwaltung möchte sehen, dass alle Unterlagen ohne Ausnahme vollständig vorliegen. Beispielhaft seien hier die sogenannten Gelangsbestätigungen genannt. Diese Bestätigungen können dann benötigt werden, wenn Sie Waren von Deutschland an Kunden in der EU vertreiben. Der Prüfer möchte hier einen sogenannten Audit Trail nachvollziehen können. Audit Trail heißt, dass der etwaige Geschäftsvorfall im System von vorne bis hinten ohne großen Aufwand durch einen unternehmensfremden Dritten nachvollzogen werden können muss. Das heißt für Sie, dass Sie die gesamte Kette des Lieferprozesses mit Belegen nachweisen müssen. Mit dem implementierten Prozess des E-Invoicings können Sie hier profitieren, indem Sie nicht nur Rechnungsdaten elektronisch übermitteln, sondern auch ergänzende Informationen und Belege zwischen Lieferant und Warenempfänger ausgetauscht werden können. Wenn wir über die Richtigkeit und Vollständigkeit reden, reden wir über die unabdingliche Voraussetzung, dass Belege die Geschäftsvorfälle inhaltlich zutreffend und gänzlich abbilden müssen. Dabei ist nicht zuletzt eine absolut hohe Stammdatenqualität notwendig. Wir sehen in der Praxis oft, dass die meisten Probleme unserer Mandanten daher rühren, dass Stammdaten nicht oder nicht ordentlich in ihren Systemen gepflegt sind. Wenn Sie darüber nachdenken, einen E-Invoicing-Prozess einzuführen, sollte der erste Schritt sein für Sie, ein Data Cleansing der Stammdaten durchzuführen. Nicht zuletzt wird der Prüfer des Finanzamtes im Falle einer Prüfung generelle prozessuale und strukturelle Fehler ansprechen und weitaus schneller in Erwägung ziehen, wenn grundlegende unternehmerische Selbstverständlichkeiten oft zu Fehlern führen. Und das sage ich nicht, um
hier über Vollständigkeit und Richtigkeit reden zu können. Nein, das ist ein reales Problem, dass wirklich die Stammdatenqualität zu nicht sämtlichen, aber sehr, sehr, sehr vielen Fehlern führt. Im umsatzsteuerlichen Sinne reden wir natürlich auch von Richtigkeit, wenn Ihre Ausgangsrechnungen steuerlich korrekt beurteilt sind. Aus der Praxis sehen und erfahren wir oft, dass Rechnungen frei nach dem Motto, sowas wie im Inland mit 19% und im Ausland steuerfrei erstellt werden. Hierbei werden aber oft Dinge wie Reingeschäfte, Dreiecksgeschäfte, die Unterscheidung und steuerrechtliche Beurteilung zwischen Lieferungen und sonstigen Leistungen und anderen wichtigen Aspekten weitaus mehr vernachlässigt, als wir uns das wünschen würden. Um diese Probleme zu lösen und umsatzsteuerliche Geschäftsvorfälle inklusive deren Warenwegen korrekt beurteilen zu können, kommen hier die sogenannten Steuererfindungslogiken ins Spiel. Diese Steuererfindungslogiken helfen Ihnen dabei, eine automatisierte Steuerfindung auf der Ausgangsseite in Ihrem ERP-System zu implementieren. Kommen wir zur Unveränderbarkeit. Unveränderbarkeit heißt, es darf niemals ein Löschen von Daten vorgenommen werden. Sie alle haben sicherlich ein ERP-System und ERP-Systeme sind unterfüttert mit Datenbanken. Bei Datenbanken ist ein Löschen per se nicht gewollt und vor allem nicht erlaubt. Die GÖBD fordern, dass das eingesetzte Datenverarbeitungsverfahren und ERP-System so auszugestalten ist, dass alle Informationen, welche in dem Verarbeitungsprozess Eingang gefunden haben, nicht mehr unterdrückt oder ohne Kenntlichmachung überschrieben, gelöscht, geändert oder verfälscht werden dürfen. Wichtig ist ja auch zu erwähnen, dass wir in der Praxis oft sehen, dass Unternehmen Rechnungen parallel über automatisierte Schnittstellen oder sogar Post verschicken. Und hierbei muss auf jeden Fall sichergestellt werden, dass es nur eine Urschrift gibt der Rechnung. Denn gibt es mehrere Doppel, die nicht als Doppel gekennzeichnet sind und in erkennbarer Weise als doppelt gekennzeichnet sind, kann es dazu führen, dass Sie unter Umständen sogar mehrere Rechnungen in den Geschäftsbetrieb bringen und dieselbe bzw. Rechnung über dieselbe Lieferung mehrfach existieren. Umsatzsteuerlich kann es dazu führen, dass Sie die Umsatzsteuer dann sogar doppelt schulden können. Und das ist natürlich ein Ergebnis, was ein ziemlicher Super-GAU wäre. Demnach möchte ich hier explizit darauf hinweisen, dass Sie dies bitte in Ihrem System auf jeden Fall sicherstellen, dass es nur eine Urschrift jeder einzelnen Rechnung gibt, die bei Ihnen zur Umsatzsteuerschuld und beim Empfänger zum Vorsteueranspruch führt. So, wie können wir das Ganze vernünftig machen? Das heißt, vernünftig darlegen, dass wir die GOBD einhalten und innerbetrieblich auch diese Prozesse durchgeführt werden. Kommen wir zum Stichwort der Verfahrensdokumentation. Sie alle haben das bestimmt schon mal gehört. Also, wie können wir nun sicherstellen, dass alle diese nur kurz und knapp angesprochenen Punkte innerbetrieblich erfolgen sowie durchgeführt werden und Sie somit keine Risiken im umsatzsteuerlichen Sinne befürchten müssen? Zuerst einmal sollten über sämtliche steuerlichen Prozesse in Ihrem Unternehmen sogenannte Verfahrensdokumentationen vorliegen. Darin wird dezidiert beschrieben, welche Prozesse und Systeme in Ihrem Unternehmen durchgeführt und eingesetzt werden, welche Daten in Systemen ausgetauscht und verarbeitet werden und wie diese konfiguriert sind. Sollten Schnittstellen zu anderen Programmen implementiert sein, so ist eine funktionale Beschreibung dieser Schnittstelle nötig. Wir sehen aus der Praxis immer, immer wieder, dass in Prüfungen diese Dokumentationen angefordert werden und, soweit diese nicht vorliegen, wichtig, das Finanzamt die Steuerpflichtigen auffordert, solche Dokumentationen kurzfristig, meist noch während der laufenden Betriebsprüfung, zu erstellen. Trotz Dokumentation kann es zu prozessualen oder systemtechnischen Fehlern führen. Hier greift ein weiterer Sicherheitsmechanismus, den Sie implementieren können, nämlich das sogenannte Tax Compliance Management System oder auf Deutsch auch innerbetriebliches Kontrollsystem genannt. Hierbei werden sämtliche Prozesse im Detail analysiert und auf Risiken hin untersucht. Durch entsprechende Dokumentation und Anweisungen an Mitarbeiter kann das Risiko von Fehlern stark gesenkt werden. Hierbei rücken natürlich IT-Systeme stark in den Fokus, sodass ein Augenmerk auf korrekte Systemdokumentation gelegt werden sollte und ein Text-CMS
ein sogenanntes Organisationsverschulden bei Verantwortlichen bzw. Verantwortliche vor einem sogenannten Organisationsverschulden geschützt werden können. Dies war es in aller Kürze zu den GOBD und den grundlegenden Voraussetzungen. Bitte bedenken Sie an dieser Stelle bei sämtlichen Dokumentationen, vor allem von IT-Systemen, dass diese Dokumentation auf Ihr Unternehmen und die Prozesse in Ihrem Unternehmen spezifisch angepasst werden müssen und generische Dokumentationen, wie Sie sie bekommen von IT-Anbietern, die einfach das Programm beschreiben und nicht spezifisch auf Ihre Unternehmung zugeschnitten sind, oft nicht den geforderten steuerlichen Zweck erfüllen. Diese Grafik, die wir jetzt sehen, stammt von der EU-Kommission und zeigt die beträchtliche Größe der sogenannten Umsatzsteuerlücke auf und trägt wohl bei den meisten zur Verwunderung bei. Warum? Wir sehen Deutschland auf Platz 2 in Europa. Das verwundert jetzt erst einmal, denn die Steuerlücke liegt in Europa bei geschätzten 130 Milliarden Euro. Zum anderen zeigt sie auch auf, dass die Verteilung der Lücke in den Mitgliedsländern sehr, sehr unterschiedlich ist. Dabei spielt natürlich auch die absolute Wirtschaftskraft eines jeden Landes eine Rolle, jedoch zeigt sie die Potenziale der Finanzverwaltung auf, Einnahmeerhöhungen ohne unbeliebte Steuererhöhungen erzielen zu können. Die Finanzverwaltung wird meist nur durch bessere Kontrollprozesse und Anwendung von geltenden Gesetzen mehr Steuereinnahmen generieren können. Als technologischer Vorreiter gelten dabei interessanterweise lateinamerikanische Länder wie zum Beispiel Brasilien, die mit konsequenter Anwendung des Rechts positive Erfahrungen gemacht haben und vor allem auch mit Echtzeitreporting, das heißt mit Echtzeitdatenübermittlung an die Finanzverwaltung. Ja, auf der vorherigen Folie habe ich bereits einiges zu den Stammdaten und der Notwendigkeit der Stammdatenqualität ausgeführt. Wir werden in Deutschland auf jeden Fall in naher Zukunft in Richtung Echtzeitreporting gehen, bei der die Finanzverwaltung Daten in Echtzeit oder kurze Zeit nach dem etwaigen Geschäftsvorfall Daten aus dem ERP-System abziehen kann. Dies wird alles zum Zwecke der vollumfänglichen Kontrolle Ihrer Geschäftsvorfälle passieren werden. Und einen ersten Schritt hierzu sehen wir beispielsweise schon bei den Online-Händlerportalen wie eBay, Amazon etc., wie Sie auch jetzt in den jüngsten Nachrichten beziehungsweise Steuernachrichten gehört haben dürften, ist Regelung, dass die Marktplatzbetreiber für umsatzsteuerliche Risiken haften, eingeführt worden. Aber hier haben wir momentan jedoch juristische Zweifel und es steht auch schon das erste Verfahren uns ins Haus. Das heißt, was ich Ihnen damit sagen möchte, ist, wir haben zwar all diese Regelungen und es wird sehr, sehr, sehr viel kommen. Aber hier sind natürlich auch sicherlich dem Gesetzgeber Grenzen aufgezeigt. Aber der Trend ist klar erkennbar. Wir gehen hin zu einem sogenannten Real-Time-Reporting, also Echtzeit-Datenaustausch. Zu den technologischen Entwicklungen möchte ich nun an meinen Kollegen Herrn Duscher übergeben, der Ihnen aus technischer Sicht weitere Einzelheiten und Entwicklungen geben wird. Ja, wenn man jetzt nochmal auf die vorherige Folge die Erinnerung sucht, die Mehrwertsteuerlücke. Wie haben jetzt nun die Finanzverwaltungen in Europa oder weltweit darauf reagiert? Die haben de facto unterschiedliche technologische Wege bisher eingeschlagen und wir können, sagen wir mal, zwei Gruppen bilden. Einmal die sogenannte nachgelagerte Prüfung oder Audit, ein E-Audit, oder eine direkte Einflussnahme in den Rechnungsprozess an sich. Also das sind die zwei, sagen wir mal, großen Fallgruppen. Fangen wir einfach mal mit dem Teil EE-Audit an. Also,
E-Audit ist der Unterschied zu den herkömmlichen Betriebsprüfungen. Also wenn man da, sag mal, 10 Jahre oder noch mehr zurück in die Vergangenheit guckt, wo in der Vergangenheit vor allem stichprobenbezogen vorgegangen wurde. Sprich, man hat sich einfach Belege oder Akten gezogen. Geht jetzt der Trend zum kompletten Datenzugriff aller Einzelbelege, die dann von der Behörden verlangt werden. In Deutschland, also Stichwort ist so vielleicht bekannt, Z1, Z2 oder Z3 Zugriff der Behörden. Und wenn die Behörden lassen sich sozusagen alle Daten geben, transaktionale Daten, und wenden darauf erstmal mathematisch-statistische Methoden zur Mustererkennung an. Und aufgrund dieser Musterabweichungen wird erst dann der Schwerpunkt der Prüfung von Einzelsachverhalten gelegt. Also man sagt, okay, also dann kann erkennen der Prüfer, an welchen Themen eventuell Problemfelder sind, und dann wird er dort tiefer einsteigen. Um eine einfache Analyse zu ermöglichen, wurde dankenswerterweise eigentlich von der OECD das sogenannte SAFTI-Format ins Leben geführt, einberufen. SAFTI steht für Standard Audit File for Tax. Das ist ja, sag ich mal, vor ein paar Jahren habe ich das gesehen, aber super, danke, weltweit ein Standard, super toll. Was haben die Länder nun alle daraus gemacht? Ja, jeder hat ein eigenes Derivat geschaffen. Sprich, es gibt kein Standard-Order-File weltweit, sondern wenn Sie jetzt weltweit tätig sind, haben Sie in jedem Land, sage ich mal, eine Version davon. Sodass eben erheblicher Wildwuchs entstanden ist, und als international tätiges Unternehmen müssen Sie diesem Wildwuchs halt, ja, leider rechtlich sind Sie verpflichtet, das zu erfüllen und das auch in Ihrem System abzubilden. Des Weiteren setzen die Behörden natürlich auf verbesserten internationalen Datenaustausch, sowohl auch in der EU, auch weltweit, um dann auch in die Lücken in den Rechnungsbelegketten besser zu erkennen. Also auch das ist schon Realität. Da die Rechnung in ihrer, oder jede Rechnung in ihrer Natur transaktional, das heißt ein Einzelfall ist, zieht nun auch langsam oder in den letzten 2, 3 Jahren in Europa die Anwendung des von der Spiegelmann schon erwähnten brasilianischen Ansatzes peu à peu in Europa ein. Vorreiter ist prominent in Europa Italien zu nennen, mit der Einführung der, ich muss mal gucken, Sistema de Interscambio, also oder wir sagen mal SDI als Abkürzung ist das Schlagwort, seit dem 1. Januar 2019, also Anfang dieses Jahres ist das Realität. Und ja, Italien hatte ja in der vorherigen Lücke die größte Umsatzsteuerlücke. Also war klar, die haben jetzt was da gemacht als Staat. Ja, und dort wird, was hat Italien jetzt genau gemacht in diesem SDI-Gesetz und Verfahren? Dort wird also nicht nur einmal ein elektronisches Format der Rechnung vorgegeben, wie wir vorhin, also quasi, also sprich, wie muss eine Rechnung elektronisch maschinenlesbar aussehen? Das sogenannte Fatura PA-Format. Also das ist vorgeschrieben, das muss ich also kreieren im Sinne einer E-Rechnung, sondern auch die Italiener gehen auch wieder einen Schritt weiter und sagen, das SDI ist eine Clearingstelle. Also sprich, ich muss, die Behörde sitzt zwischen dem Rechnungssteller, also ihrem Unternehmen, und dem Rechnungsempfänger. Das heißt, die Rechnung wird der Finanzverwaltung vorgelegt, sie wird geklärt und dann wird sie erst an den Rechnungsempfänger übersendet. Sprich, die Behörde sitzt in der Mitte und hat dementsprechend Kenntnis über jede Rechnung. Andere EU-Länder gehen erstmal nicht so weit, sondern verfolgen den Ansatz, sage ich mal, weiterhin konsolidierte Meldungen zu halten, aber eben nicht mehr auf Monatsbasis, sondern zum Beispiel die Spanier mit SII in verkürzter Form. Das heißt, sie sagen, nö, bitte sende mir deine Rechnung der letzten 4 Tage in, sag mal, konsolidierter Form. Also nicht mehr alle 30 Tage, sondern alle 4 Tage. Und das nennen wir dann eben, sage ich mal, Art Realtime Reporting. Das ist noch keine Echtzeit, aber es geht auch in die Richtung. Und wie Herr Beck war schon am Anfang gesagt hat, die EU-weite Einführung der sogenannten X-Rechnung in Business-to-Governance-Prozessen, ja, öffentliche Rechnungen müssen eben ein bestimmtes Format haben, ist daher unseres Erachtens ein weiterer Baustein in dieser Richtung der elektronischen Datenbereitstellung und so weiter. So, Fazit: Jedes Land befindet sich irgendwie in einer anderen Etappe der Einführung und leider ist die Herangehensweise unterschiedlich. Gibt es aber, wie schon mehrmals gesagt, einen klaren Trend. Die Länder nutzen und verlangen Technologien zur Unterstützung von E-Rechnungen, also sprich, machen Formatvorgaben, E-Invoicing, Prozessvorgaben, Verfahrensdokumentation, GOBD und E-Filing, also sprich, wie muss ich irgendwas melden?
Und man sagt, okay, das ist die weltweite Sicht oder die europäische Sicht. Und interessanterweise als deutscher Steuerzahler muss man ja sagen, Deutschland ist trotz der großen Steuerlücke, die wir vor den vorherigen Ferien gesehen haben, kein technologischer Vorreiter. Das heißt, wir tun uns momentan in Deutschland da schwer. Also wir sind da nicht state of the art. Aber das ist so unsere Meinung. Es wird nur eine Frage der Zeit sein. Es wird ein bisschen dauern. Aber auch das wird in Deutschland kommen. Für Sie, unser Unternehmen, wird dann eben eins immer wichtiger. Europaweit schon sowieso, je nachdem, in welchen Ländern Sie tätig sind oder meldepflichtig sind. Nochmal die sehr gute Qualität Ihrer Daten. Und de facto das Ziel ist First Time Right im Rechnungsprozess. Ja, kommen wir nun zu den in Deutschland begrifflich vorwiegend immer wieder genannten Formaten X-Rechnung, Zugpferd, weiteren Formaten und Infrastrukturen. Ja, was das auch schlussendlich für Ihr Unternehmen bedeutet. Ja, zu Beginn dieser Sektion zunächst einmal kurz Erläuterungen zum Unterschied zwischen der E-Rechnung im Business-to-Business, also im B2B-Bereich, und anschließend dann nochmal eine Folie für den B2G, Business-to-Government-Bereich. Ja, im Sinne der des Umsatzsteuergesetzes und der Mehrwertsteuerrichtlinie, die die Rechnungsstellung zwischen allen Parteien bei uns regelt, ist eine elektronische Rechnung ein Dokument oder ein Datensatz, der in einem beliebigen elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wurde. Hier vor euch schon mal, wie vorhin schon mal kurz erwähnt, das beliebige elektronische Format. Ja, in Anbetracht der Tatsache, dass die Vergaberichtlinie und die Durchführungsverordnung nur Rechnungen im strukturierten elektronischen Format vorschreiben, ja, sollte logischerweise davon ausgegangen werden, dass elektronische Formate, die nicht strukturiert sind, nur für elektronische Rechnungen in den Bereichen Business to Business und B2C, also Business to Consumer, verwendet werden dürfen. Ja, natürlich können im umgekehrten Falle strukturierte elektronische Formate verwendet werden, um eine gültige Steuer-E-Rechnung eines beliebigen Typs für alle Bereiche auszustellen, also sowohl im Business-to-Business, Business-to-Consumer und Business-to-Government-Bereich. Die Vergaberichtlinien, die E-Rechnungsverordnung regeln die Vorgaben für die Rechnungsstellung an die öffentliche Hand, also sprich im Business-to-Government-Bereich. Hier ist die E-Rechnung definiert als Dokument oder ein Datensatz, der in einem strukturierten elektronischen Format ausgegeben wird, übertragen, empfangen wird und ja, und dann natürlich auch automatisch und elektronisch Verarbeitung möglich macht. Sprich also ohne Eingriffe zusätzlich noch in den Prozess automatisiert verarbeitet werden kann. Darüber hinaus müssen Rechnungen nach der europäischen Norm, das ist die EN-Norm 16931, ausgestellt werden, welche in Deutschland als X-Rechnung und ein anderes EN-kompatibles Format im Sinne des IT-Planungsrates definiert ist. Die Verordnung dient der Umsetzung der zuvor genannten Durchführungsverordnung in die deutsche Gesetzgebung. Ja, wozu Strukturen in Daten? Ja, strukturierte Daten werden indiziert, organisiert und sind somit leichter zu verwalten und zu analysieren. Dies führt in der Folge zur Schaffung von Transparenz, Absicherung der Datenvollständigkeit mit einhergehender Risikokontrolle und schlussendlich führt es auch zu einer Kostenersparnis. Das ist das, was der Kollege Spiekermann vorhin schon auch im GOBD-Bereich erläutert hatte. Die Flexibilität bei der Rechnungsänderung wird erhöht, um die gesetzlichen Anforderungen sowohl in Bezug auf die Mehrwertsteuer als auch auf die Beschaffung zu erfüllen. Die Lesbarkeitsanforderungen werden entweder von Standardfunktionen im ERP-System, die dann zum Beispiel halt das PDF eher oder darstellen, oder von Anbietern elektronischer Rechnungsstellungen erfüllt, sodass das entsprechend menschenlesbar dargestellt werden kann. Die Einhaltung von Umsatzsteuerregelungen und der Daten,
Datenschutzgrundverordnung der DSGVO werden da auch gewährleistet. Zur DSGVO werde ich gleich nochmal eingehen. Ja, und schlussendlich haben Erfahrungen aus der Praxis ergeben, dass elektronische und automatisierte Rechnungsprozesse im Vergleich zur herkömmlichen papierbasierten Verarbeitung zu Einsparungen von 60 bis 80% führen können. Das zwar nicht nur deswegen, aber auch unter anderem, um die Kosten für Scan- und OCR-Lösungen letztendlich auch da zu sparen. Ja, kommen wir mal zur direkten Gegenüberstellung der beiden hauptsächlich genannten Formate bei uns auf dem deutschen Markt. Die X-Rechnung hat im Gegensatz zu Zufall 2.0 die Freigabe des IT-Planungsrates. Ebenso ist die X-Rechnung kompatibel mit der EN-Norm, was bei Zugfert 2.0 ausschließlich nur für die beiden Profile Comfort und Extended der Fall ist. In der Formatverfügbarkeit geben sich beide Formate nicht viel. Ja, X-Rechnung gibt es in UBL und CII, Zugfert 2.0 und CII. Bei der X-Rechnung gibt es keine Gefahr der parallelen Rechnungsstellung, die es allerdings bei Zugfert 2.0 gibt, da zwei Rechnungen pro Transaktion übermittelt werden, nämlich ein XML und ein PDF. Im Bereich Business to Government ist lediglich die X-Rechnung zugelassen. Im Business to Business Bereich sind beide Formate möglich. Wenn wir uns die Verarbeitung in der Realität anschauen, so entspricht die X-Rechnung den europäischen Standards, die auch in anderen EU-Ländern umgesetzt werden. Dazu später auch nochmal eine Folie. Wobei Zugfert ja eher eine rein deutsche bzw. nationale Lösung zu sein scheint. Darüber hinaus ist das X-Rechnungsformat auch für andere Nachrichten, wie zum Beispiel Bestellungen oder Versandanzeigen, anwendbar. Das heißt, ich habe ein ganz viel breiteres Anwendungsspektrum. Ja, im Grunde ermutigt das Zugfert-Format Unternehmen dazu, weiterhin teure Scan oder OCR zu verwenden, da diese dann einfach nur das PDF weiter nutzen können. Der strukturierte Datensatz, der da enthalten ist, wird dann einfach verworfen. Ja, darüber hinaus sind die unterschiedlichen Zugfert-Formate, die dann auch jeweils zu unterschiedlichen Profilen verfügbar sind, Zugfert 1.0 in 2 und Zugfert 2.0 in 5 Profilen, nicht miteinander kompatibel. Ja, wie erwähnt, nochmal an dieser Stelle ein Blick auf die Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO, da ja Rechnungen auch elektronische, in dem Fall auch elektronische Rechnungen, oftmals Angaben zu persönlichen Daten von Personen enthalten. Ja, im Rahmen der in Kraft getretenen DSGVO wurden verschiedene Grundsätze, Anforderungen, Verpflichtungen eingeführt, um den Schutz personenbezogener Daten der EU-Bürger zu gewährleisten. Eines der Kernprinzipien dabei ist die sogenannte Minimierung der Datenverarbeitung. Das bedeutet, dass die für die Verarbeitung Verantwortlichen und die Datenverarbeiter jeweils verpflichtet sind, die Verarbeitung personenbezogener Daten der EU-Bürger auf das für die Verarbeitung erforderliche Maß zu beschränken. Aus dieser Perspektive können wir uns die Frage stellen, ob die automatische Erstellung von zwei Dateien mit vermutlich demselben Dateninhalt, wobei eine der Dateien letztendlich verworfen wird, diesem Prinzip entspricht. Nach dem Prinzip der Datenminimierung sollte eine einzige Rechnung ausreichend sein, also sprich auch ein einzelner Datensatz. Die Erstellung einer Sekundärdatei sollte optional sein und sich nach den Zwecken der Verarbeitung richten. Ja, kommen wir nun zu den aktuellen Fristen und Terminen beziehungsweise auch den Stand der Bundesländer, auf den ich jetzt hier erstmal eingehen möchte. Wie schaut da der Implementierungsstand der E-Rechnung aus? Wir gehen hier jetzt einfach mal von deren Rahmenbedingungen aus, die der Bund für sich gesetzt hat, bei der die Identifikation über die Leitwert-ID läuft. Das Format eine EN-kompatible X-Rechnung ist und seitens der Infrastruktur der Datenfluss über das ZRE, also den zentralen Rechnungseingang des Bundes, beziehungsweise die OZGRE, die OZG-konforme Rechnungseingangsplattform des Bundes läuft.
Dabei hat der Bund auch Ausnahmen definiert, und zwar Aufträge, Direktaufträge, die kleiner 1.000 Euro netto sind, dann Geschäftsbeziehungen mit der Verteidigung und die Organleihe. Die drei Themen sind da ausgenommen. Ja, ohne auf die einzelnen Bundesländer hier eingehen zu wollen, sehen wir, dass bislang, ja, das ist der Stand vom 11. September zuletzt, 7 Bundesländer das ZRE oder OZGRE als Infrastruktur bereits ausgewählt haben oder sich darauf festgelegt haben. 6 Bundesländer haben einen anderen Ansatz oder eine andere Lösung gewählt. Und nur noch 3 Bundesländer haben sich bislang noch auf keine Lösung festgelegt. Somit eine immer weniger heterogene Landschaft. Wenn man sich die Entwicklung gerade der vergangenen 3 bis 6 Monate anschaut, da sah die Landkarte noch deutlich grauer aus im Falle der von uns gewählten Farben. Wobei man aber auch hinzufügen muss, dass dies bislang in nur sehr wenigen Bundesländern bereits in ein Landesgesetz bzw. eine Landesverordnung manifestiert wurde. Der Großteil existiert bislang lediglich als Gesetzes- bzw. Verordnungsentwurf. Warum ist das so? Wenn wir hier auf den Zeitstrahl mal schauen, sehen wir die Fristen und das jeweilige Datum, zu dem unterschiedliche Umsetzungen erfolgt sein müssen. Das nächste markante Datum ist der 27. November 2019. Bis dahin müssen dann alle Bundesbehörden, die zeitlich den Bundesministerien, den bestimmten Bundesbehörden und Verfassungsorganen nachfolgen, in der Lage sein, elektronische Rechnungen auf Basis der vorhandenen E-Rechnungsverordnung entgegenzunehmen. Ja, für Behörden in den Bundesländern und Gemeinden wird dies zum 18. April 2020 der Fall sein. Deswegen halt momentan auch in den Ländern ausreichend, wenn da Entwürfe vorliegen, weil da ist noch ein wenig Zeit. Allerdings muss das natürlich dann auch von den Bundesländern und den Gemeinden noch umgesetzt werden. Die brauchen also auch eine Chance, da technisch sich vorbereiten zu können. Ja, und zu diesem Zeitpunkt ja, muss für alle diese Bundesbehörden auch die alternative Bereitschaft bestehen, Daten auch alternativ über die PEPPOL-Infrastruktur empfangen zu können. Ja, und jetzt das wichtigste Datum für alle Rechnungssteller bzw. Rechnungsversender. Ja, ab dem 27. November 2020, das heißt ja von heute an in gut einem Jahr, sind alle Rechnungsversender, die mit Bundes-, Landes- und Gemeindeorganisationen in geschäftlichen Beziehungen stehen, an diese Rechnung und an diese Rechnung stellen und senden verpflichtet, dies gemäß der E-Rechnungsverordnung durchzuführen. Ja, die Ausnahmen, die hatten wir vorhin schon erwähnt, die gelten hier natürlich auch. Kurz jetzt noch zusammenfassend zu den genannten Formaten und Infrastrukturen. Also die X-Rechnung ist auf Basis der Festlegung des IT-Planungsrates und der Umsetzung durch das COSIT das maßgebliche Format in Deutschland. Die PEPPOL-Infrastruktur mit Einsatz der X-Rechnung ist eine Alternative, um das europäische PEPPOL-Netzwerk und die PEPPOL-Standards nutzen zu können. Da sprechen wir natürlich auch von ja, grenzüberschreitenden Rechnungsverkehr. Ja, Zugpferd 1.0 ist nur im Business-to-Business oder im Business-to-Consumer-Bereich einsetzbar. Zugpferd 2.0 in 3 Versionen ebenfalls. Und nur die Zugpferd-Versionen Comfort und Extended sind EN-kompatibel. Ja, an dieser Stelle der vorhin schon kurz erwähnte Blick auf ausgewählte europäische Länder, wie heterogen sich auch dort die Landschaft gestaltet, beziehungsweise wie dort die europäische Norm und die Verordnung jeweils ausgestaltet und umgesetzt werden. Gemeinsam haben hier fast alle, dass UBL-Formate wie X-Rechnung eins ist und PEPPOL-Formate und die PEPPOL-Infrastruktur mehrheitlich vorkommen. Da wir jetzt schon mehrfach auch PEPPOL erwähnt haben, hier ein Blick auf ausgewählte Länder in Europa, aber auch auf Länder in anderen Kontinenten, die sogenannte PEPPOL-Märkte sind, mit der Angabe der jeweils dort vorgegebenen und autorisierten zentralen PEPPOL-Zugangsstellen, ja, PEPPOL, was ursprünglich eine europäische Initiative ist, findet auch in anderen Märkten außerhalb Europas durchaus Zuspruch, wie wir hier zum Beispiel an den Beispielen Neuseeland und Singapur sehen. Ja, und in dem Sinne übergebe ich jetzt das Wort an Herrn Droscher.
So kommen wir nun, ich glaube, zu unserer letzten Umfrage für heute. Wie geht die Unternehmen mit digitalen Steuern und E-Invoicing-Kontrollen um? Und ich möchte Sie nochmal bitten, auch da nochmal aktiv zu antworten. Ein bisschen verhalten. Ah, danke. Ja, interessant, ich bin mir nicht sicher. Wenn ich mich erinnere an die Anfang des Webinars Teilnehmerliste, sind ja viele aus dem Steuern- und Buchhaltungsbereich. Und das ist ja jetzt die Invoicing-Kontrolle, das ist ein bisschen vielleicht eine technische Frage. Wundert mich nicht. Das ist vielleicht da, dass die Mehrzahl der Teilnehmer sich nicht, was IT geht, nicht so ganz perfekt auskennt. Danke. Vielleicht ein ganz guter Hinweis. Ich habe jetzt noch zwei Folien. Die Frage war ja auch, Best Practice wird ja immer gerne im Berater gestellt. Also sprich, wie stellen sich nun Unternehmen in der Praxis konkret auf und gibt es überhaupt sowas wie Best Practice in diesem Umfeld? Am Anfang des Webinars hat Herr Beck war ja ganz kurz dargestellt den Unterschied zwischen E-Rechnung als Format und E-Invoicing als Prozess. Und ich möchte dementsprechend nochmal die Gelegenheit nutzen, unser Verständnis des Begriffs E-Invoicing zu vertiefen und auch bei Ihnen zu verankern. Ihr Unternehmen oder jedes Unternehmen hat de facto immer mit zwei Seiten der Rechnungsmedaille zu tun. Nämlich Sie empfangen Rechnungen von Ihren Lieferanten und stellen Rechnungen an Ihre Kunden aus. Der Rechnungsbeleg, also sprich das Dokument an sich, ist dabei natürlich ein wesentliches Element, wird aber immer von den Verarbeitungsschritten begleitet. Dementsprechend müssen wir jetzt in diesem Kontext immer vier Einflussfaktoren, Dimensionen betrachten. Natürlich, sage ich mal, klassisch die klassische BWL. Wie kann ich diese Prozesse effizient, kostengünstig, schnell abwickeln? Das war ja auch quasi Ihr Credo am Anfang. Was ist Ihnen wichtig? Weil war quasi so auch der Thema, ja, ich will das kosteneffizient und so weiter abwickeln. Denn, jetzt als Beratersprache, diese Prozesse sind ja eigentlich keine werttreibende Prozesse. Also niemand, kein Kunde oder kein Lieferant sagt, okay, ich mache mit Ihnen Geschäft wegen der tollen Rechnungsstellungsprozesse, sondern es ist einfach de facto eine Notwendigkeit, betriebswirtschaftlich das zu machen. Und deswegen ist eben Kosten und Effizienz dann der entscheidende Faktor. Zweitens natürlich dann eben haben wir gesehen, dass da auf diesen Prozess leider extrem regulatorische Einflussfaktoren einwirken. Also ich muss bin gebunden an bestimmte Compliance-Vorschriften, die ich einhalten muss. Und dann auch leider jedes Land eigenes Süppchen, also sprich Komplexität sehr, sehr hoch in der zweiten Dimension. Dann dritte Dimension ist natürlich wie immer Technologie heutzutage. Da gibt es eben viele neue Dinge. Digitalisierung zieht auch überall in auch diesen Bereich ein. Also sprich, da kann ich mehr tun. Da kommen wir ein bisschen gleich dazu. Also was die Technologie mir bietet, um da eben auch effizienter zu sein. Und natürlich die Frage stellt sich mal, was machen meine, welche Rolle spielen meine Mitarbeiter in diesem Prozess? Gehen wir auf die nächste Folie. So, nochmal Best Practice. Was ist Best Practice E-Invoicing als Prozess? Also insgesamt müssen wir konstatieren, dass eigentlich nur wenige Unternehmen also einen vollständigen E-Invoicing-Prozess, wie man, sag ich mal, ja, wie man quasi so skizziert haben, wirklich leben und umgesetzt haben. Und falls doch, ist das eben eigentlich nur der Fall mit großen ausgewählten Kunden oder Lieferanten, also sprich Schlagwort EDI-Prozesse. Also sprich, ich habe dann voll elektronischen, sag ich mal, Rechnungsaustausch. Das mache ich aber eventuell eben ja mit meinen großen Kunden oder mit vereinzelten Kunden, aber nicht mit allen Kunden und allen Lieferanten. So, und oben haben wir jetzt was am, also über dem haben wir was am häufigsten vorkommt und unten grau sind die Problemfelder. Da gehe ich auf einzelnen nochmal drauf ein. Gucken wir auf die linke Seite, die Rechnungseingangsseite. Da dominieren im Markt oder die Schlagworte der sogenannte Two-Way oder Three-Way-Match. Also sprich, der inhaltliche Abgleich zwischen Bestellung, der erhaltenen Ware, dem Wareneingangsdokument und der erhaltenen Rechnung. Vielleicht kennen Sie es klar, Sie müssen quasi, wenn Sie, sagen wir mal, irgendwelche Dienstsachen einkaufen, werden Sie prüfen, ja, habe ich das bekommen und muss auch die Rechnung freigeben.
Dabei ist immer ganz wichtig, dass in den ganzen Prozessen, Freigabeprozessen, Approvalprozessen und so weiter, häufig meist die Netto-Sicht vorwiegt. Also sprich, passen die Nettowerte, habe das gepackt. Und die gleichzeitige korrekte Umsatzsteuerwürdigung aus unserer Erfahrung leider nicht im Fokus steht. Sprich, ich sage natürlich, 100 € habe ich, ist richtig, aber sind das 119 € oder 100 € netto? Das ist so ein bisschen stiefmütterlich. Das heißt, die qualitative Prüfung der Rechnungsvoraussetzungen nach Paragraph 14 Umsatzsteuergesetz wird das halt meistens händisch durch Mitarbeiter vorgenommen und die dann auch noch häufig in Shared Service Centern arbeiten. Also das ist ein Thema, dass man sagt, okay, eben dieser automatisierte Three-Way-Match, so schön das ist, aus Sicht der Steuerabteilung ist immer trotzdem ein Problemfeld. Das andere große Thema ist, wenn wir sagen, okay, ja, klar, ich bin ja digital. Firmen sagen, okay, auf der einen Seite, ich digitalisiere meine Rechnungen. Also die Eingangsrechnungen werden mittels Scanning ins PDF-Format oder also erstmal, sag mal, Papierrechnungen werden erstmal digitalisiert, ja, also im PDF-Format, OCR. Oder dann eben noch OCR heißt eigentlich maschinenlesbar gemacht. Ne? Wie Herr Beckbach schon gesagt hat, also ein PDF an sich ist erstmal ja nicht maschinenlesbar, aber mittels OCR, also Optical Recognition, kann ich die noch dann maschinenlesbar machen. Ich mache also aus dem Papierdokument am Ende über technische Umwege einen maschinenlesbaren Datensatz. Was auch noch, was wir sehen, ein Trend oder wo sich bestimmte Startups bestimmte Dinge tun, ist jetzt der auch dort den Einsatz von Machine Learning. Das heißt, dass die Rechnungen nicht nur, sag ich mal, jetzt technisch in PDF und maschinenlesbar gemacht werden, sondern dass man auch dann über Machine Learning Algorithmen versucht, die auch inhaltlich zu würdigen. Das heißt, erkennt, was da drin ist und auch da eine Automatisierung anzustreben. Im Grunde genommen sind aber quasi, wenn man sagt, okay, ich habe hier diesen klassischen Scanning-OCR-Prozess immer auf der Eingangsseite, ist das aber eigentlich nur ein Notnagel. Weil, ja, ich bekomme halt keine Rechnungen in einem digitalisierten, strukturisierten Format. Weil das Ziel ist eigentlich, da genau das herzustellen. Ich mache aus der Papierrechnung einen digitalen Datensatz. Wenn wir, wie Herr Beckler gesagt hat, wenn ich von Anfang an, sage ich mal, eine X-Rechnung bekomme, einen strukturierten Datensatz, kann ich mir das komplett sparen. Das heißt, bei einer echten Umstellung auf elektronische Rechnungsformate, eben wie die X-Rechnung, würde dieser Schritt obsolet werden. Dementsprechend sollten wir alle den Versuch der Finanzverwaltung jetzt im Business to Governments zur verpflichtenden E-Rechnung begrüßen und ist eigentlich eine Chance zur Verbesserung. Also das ist eigentlich was Gutes. Ja, man klingt erstmal okay, irgendwie neue Vorschriften, ne? Ich muss was noch extra tun, aber eigentlich ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Und in die gleiche Richtung zielt natürlich auch der Einsatz des PayPal-Netzwerkes, wie wir gesehen haben, dass die meisten Länder in die Richtung auch gehen und das zu nutzen. Das heißt, falls die Lieferanten in Zukunft noch wenige bzw. keine E-Rechnung versenden, kann ich mit dem PayPal-Provider, der macht dann sozusagen die Übersetzungsleistung. Also sprich, der PayPal-Provider, das PayPal-Netzwerk sorgt dafür, die kriegen trotzdem vielleicht Vielfalt in vier verschiedenen Formaten. Leider eventuell nicht nur eine X-Rechnung, sondern aber Sie können dann sagen, okay, alles, was ich an Vielfalt bekomme, das PayPal-Netzwerk konsolidiert mir das auf ein Format, sodass ich quasi auf der Eingangsseite nur noch, sage ich mal, technisch mit einem Format umgehen muss und die Komplexität auf der Eingangsseite reduziert wird. So, wenn das natürlich, das ist eigentlich klar, wunderbar, auf der Eingangsseite ist das das Potenzial, was die Unternehmen sagen, okay, das macht mir das Leben ja einfacher, ja, auf der Eingangsseite, sprich, Ziel ist, wie Herr Schwiekermann sagt, No-Touch-Rechnung, es kann komplett durchlaufen. Deswegen gilt für Sie als Unternehmer, als Rechnungsaussteller. Also wenn Sie das, sage ich mal, aufs Unternehmen als Empfänger gerne hätten, ist natürlich auch eigentlich der Umkehrschluss, dann sollten Sie das auch genauso auch anbieten. Sprich, die vollautomatisierte Rechnungsstellung im E-Rechnungsformat sollte das Ziel sein und könnte, sage ich mal, vor allem in den nächsten 1, 2, 3 Jahren sogar ein Wettbewerbsvorteil sein, den Sie Ihren Kunden anbieten können, im Sinne von eben der Wettbewerbsvorteil ist, wenn auf der Kundenseite nämlich der Eingangsprozess wird vereinfacht. Also sprich, wenn ich sage, ich erstelle eine strukturierte E-Rechnung bereit, ist eben das für den Rechnungsempfänger, Ihren Kunden, ein Vorteil, weil er eventuell Effekte, so Einsparungseffekte zielen kann. Das war es. Und jetzt übergebe ich nochmal zum Abschluss an
den Herrn Beckwar und Herrn Spiekermann. Ja, vielen Ja, Dank, vielen Dank, Bernd. Bernd. Ja, vielen Dank, Bernd, für die Überleitung. Wir kommen jetzt nochmal zu den Key Takeaways bzw. zu einer Übersicht, wo Deloitte und Pageo Ihnen helfen können. Wie Sie hier sehen, steht Deloitte jeweils auf der linken, also auf der Lieferantenseite und auf der rechten, auf der Kundenseite. Sie können beides sein, logischerweise. Deloitte kann Ihnen also grundsätzlich dabei helfen, auf Ihrer jeweiligen Seite GOBD-konform zu sein, indem wir grundsätzlich erst einmal zum Beispiel einen sogenannten ERP Health Check durchführen können, welches eine Prüfung Ihres ERP auf steuerliche Unzulänglichkeiten beinhaltet. Das heißt, sind Sie entsprechend gerüstet? Sind Sie für die nächste Betriebsprüfung bereit, ohne dass hier strukturelle Probleme in einer Art und Weise auftreten, die zu großen Problemen führen können? Dann können wir natürlich Ihr korrekt konfiguriertes ERP-System daraufhin überprüfen, dass gleiche bzw. regelmäßig vorkommende Geschäftsvorfälle von Ihrem ERP-System automatisch beurteilt, verbucht und verbucht werden können und somit die Arbeit von Sachbearbeitern erleichtert wird. Ich habe eingangs schon mal die sogenannten Steuerfindungslogiken erwähnt. Steuerfindungslogiken sind für Ihr ERP-System ein Tool, welches die richtige steuerliche Beurteilung, umsatzsteuerliche Beurteilung auf Grundlage verschiedener Informationen, die Sie eigentlich alle in Ihrem ERP-System haben sollten, vornimmt. So eine Steuerfindungslogik kann in drei Art und Weisen in Ihrem ERP-System implementiert werden. Einmal ein sogenanntes Add-on, das sind Programme, die zur Verfügung stehen, die Sie direkt in Ihrem ERP-System installieren. Dann eine sogenannte Tax Engine, die läuft über eine konfigurierte Schnittstelle, das heißt, es ist ein externes Programm bzw. eine konfigurierte Schnittstelle, wo Informationen zur Steuerfindung übermittelt werden und über diese gleiche Schnittstelle werden auch Informationen wieder zurückgeschickt, um dann die entsprechende richtige steuerliche Beurteilung vorzunehmen. Als drittes, und das ist, wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil es einfach sehr, sehr, sehr schwierig und umständlich zu implementieren ist, das sogenannte Hardcoding, das heißt wirklich ein direkter Eingriff im System, was nicht so gerne gemacht wird, da es auch hinterher unübersichtlich werden kann und natürlich viel Geld kostet, weil es richtiger Programmierungsaufwand in Ihrem System darstellt. Das kann manchmal nötig sein, wenn Systeme einfach gewachsen sind und über Jahrzehnte dort Dinge verändert wurden und standardmäßige Add-ons oder Tax Engines hier nicht mehr ausreichend sind. Dann können wir Ihnen natürlich dabei helfen, grundsätzlich Rechnungsvoraussetzungen zu prüfen. Haben Sie zum Beispiel alle ergänzenden Rechnungstexte automatisiert in Ihrem System hinterlegt, dass sie automatisiert auch in die Rechnung eingefügt werden können? Haben Sie alle Voraussetzungen erfüllt nach Paragraph 14.4 des Umsatzsteuergesetzes? Wir können schauen, dass die Automatisierung generell von ERP-Prozessen oder auch Stammdatenabgleichungen verbessert werden oder implementiert werden. Wir können Sie bei sonstigen Schnittstellen beraten. Archivierung ist ein sehr, sehr, sehr großes Thema, was sowohl auf der hier gezeigten linken und rechten Seite zu beachten ist und nicht zuletzt auch Schulungen für Ihre Mitarbeiter und Sie selbst auch, damit Sie hier immer am Ball bleiben. Ja, Ivan, ich übergebe dann wieder gerne an dich, um noch etwas zur Mitte zu erklären. Ja, was kann die Pagero-Gruppe bzw. Pagero HBS für Sie tun? Ja, wir können Ihr Kommunikationspartner sein. Ja, wir sind in der Kommunikation verantwortlich für den Kommunikationsweg
und das Format Ihrer Kommunikationspartner, Ihres Kommunikationspartners. Ja, und egal, ob der jeweilige Kommunikationspartner direkt an unser Netzwerk angeschlossen ist, an andere dienstleistende Marktbegleiter, über PEPPOL, über weitere ministeriale oder zentrale Plattformen, das lösen wir für Sie. Sie haben also quasi mit einem Anschluss an unser Netzwerk multiple Reichweite, national wie international. In dem Bereich wir natürlich auch die Compliance in der Kommunikation absichern. Das bedeutet also auch, wenn in anderen Ländern gesetzliche Regelungen vorhanden sind oder sich auch in Zukunft ändern, dann setzen wir das auch bei uns im Netzwerk um und auch in der Kommunikation mit Ihnen, sodass Sie dort entsprechend zukunftssicher sind. So, ganz zum Abschluss möchten wir Ihnen natürlich auch noch ein Schlüssel-Key-Takeaway mitgeben. Wie Herr Duscher eben schon gesagt hat, möchten wir, dass Sie die X-Rechnung als Chance begreifen, den Weg zum Prozess des E-Invoicings zu forcieren. Denn E-Invoicing umfasst sämtliche Stufen und Schritte des gesamten Prozesses end-to-end. Das haben wir Ihnen heute ja immer wieder verdeutlicht. Damit heben Sie die Potenziale, die jetzt noch wahrscheinlich in Ihrem Unternehmen brach liegen. Das Ziel muss es also sein, ein No-Touch-Prinzip einzuführen, was heißt, dass Sie weder Eingangs- noch Ausgangsrechnungen durch einen Menschen bearbeiten, prüfen oder sonst irgendwie abgleichen müssen. Sie steigern damit Ihre Datenqualität, Ihre Prüffähigkeit, verringern Gemeinkosten in der Belegbearbeitung und können durch frei gewordene Kapazitäten den Fokus auf Datenqualität legen. Ja, und unsererseits, ja, wir raten grundsätzlich zur Umsetzung von Lösungen und Formaten, die jetzt bereits EN-kompatibel sind. Das gilt sowohl für rein nationale, aber und das vor allem für international tätige Unternehmen und um entsprechend auch für Ihr Unternehmen für Zukunftssicherheit zu sorgen. Die Pagero-Botschaft lautet hier recht einfach, keep it simple. Auf jeden Fall sind Sie auf der sicheren Seite, wenn Sie sich mit Ihrem Unternehmen an einen Dienstleister, wie Pagero HBS einer ist, anschließen. Dann müssen Sie sich einfach weder als Versender über die Eingangsrechnungsformate Ihrer Geschäftspartner noch als Empfänger über die Versandformate Ihrer Geschäftspartner Gedanken machen. Und ebenso stellen wir für Sie die Compliance in der Kommunikation sicher. Ja, Fragen und Antworten aufgrund der vorgerückten Zeit. Wir haben sehr, sehr viele Fragen bekommen, die wir im Nachgang auch beantworten werden. Vielleicht noch ein, zwei Fragen nochmal rausgepickt daraus. Hier kam eine Frage, die, denke ich mal, alle insofern housekeeping-mäßig alle interessieren wird. Stellen wir die Folien im Anschluss zur Verfügung. Jetzt nicht als Foliensatz, aber Sie haben die Möglichkeit, sich dieses Recording letztendlich auch immer wieder anzuhören, anzuschauen, vorzuspulen. In dem Zusammenhang bekommen Sie im Nachgang von uns eine E-Mail geschickt mit dem entsprechenden Link. Kann bitte um Verständnis, dass das vielleicht 2, 3 Tage dauern kann, bis das auf der Homepage schon auch verfügbar ist. Und da können Sie sich das entsprechend immer anschauen. Respektive stehen wir natürlich auch als Präsentatoren oder als Unternehmen immer wieder für Fragen zur Verfügung. Das heißt, auszugsweise können wir natürlich auch dann einzelne Folien zur Verfügung stellen. Ja, zum Abschluss nochmal die Umfrage für Sie. Hier haben wir zur Verfügung gestellt, dass Sie uns im Freitext gerne jetzt Ihre Rückmeldung liefern können. Das ist natürlich auch wieder ganz anonym. Sie bekommen jetzt auch nicht die Ergebnisse zu sehen. Das ist rein für uns Präsentatoren und für Deloitte und Pagero. Und damit wären wir am Ende. Wir bedanken uns recht herzlich für Ihre Teilnahme und hoffen, dass es Ihnen ein bisschen etwas gebracht hat und Licht ins Dunkel von GOBD und E-Invoicing. Vielen Dank. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dass Sie sich eingewählt haben und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und noch eine schöne Restwoche.